Aus meiner natürlich im Leben sehr privilegierten Position heraus bin ich immer wieder überrascht, wenn ich einen Student, also einen Aspirant vor mir habe, der für meine Begriffe mit einer überschaubaren Summe könnte sein Studium schaffen. Mein Name ist Monika Vögele, ich leite das Vögele Kulturzentrum. Ich engagiere mich in EducaSwiss natürlich auch und versuche sowieso verschiedenste soziale und kulturelle Engagements eigentlich in meinem Leben aktiv beizuhalten. Bei EducaSwiss ist meine Funktion Stiftungsrätin. Das heisst, ich gehöre zum Team der Stifter und vom Stiftungsrat. Aus meiner natürlich im Leben sehr privilegierten Position heraus bin ich immer wieder überrascht, wenn ich einen Student, also einen Aspirant vor mir habe, der für meine Begriffe mit einer überschaubaren Summe könnte sein Studium schaffen. Da staune ich immer wieder im Ergriffenen. Es beschäftigt mich, dass nicht mehr Leute merken, dass eigentlich mit relativ wenig Geld an einem jungen Menschen die Zukunft ermöglichen, die Eigenständigkeit ermöglichen und somit eigentlich der ganzen Volkswirtschaft eine Bewegung einhauchen können. Natürlich sehr, sehr viel. Ich glaube, wir stehen wirklich, dass wir etwas bewegen wollen im Sinne der absolut wichtigsten Basis, und das ist Bildung. Ich glaube, jede Gesellschaft baut auf die Bildung, und wenn eine Gesellschaft sich dort nicht engagiert, dann glaube ich, ist die Zukunft im Voraus schon relativ schlecht bestimmt. Und wir versuchen mit EducaSwiss genau diese Fälle aufzunehmen, die sonst keine Chance haben, weil es gibt immer einen Ping-Pong-Effekt. Und den rauszutragen, schaue ich als extrem wichtig.